Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Farmers Diary. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wir schauen mal wieder rein. Wir haben ja letztens schon mal wieder reingeschaut, haben ein paar Einnahmen generiert. Hat euch sehr gefreut, dass wir hier mal wieder reingeschaut haben. Ihr habt euch auch gefragt, was mit dem neuen DLC ist. Ich weiß es leider auch nicht. Hatte mal Toplets angefragt. Ist, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt. Aber morgen gibt es auf jeden Fall ein neues Spiel von den Machern übrigens, auch von Farmers Dynasty und von Lumberjacks Dynasty. Da mal vielleicht ein kurzer Zwischenstand zu Lumberjacks Dynasty. Ich spiele immer mal wieder ein bisschen vor. Es wird noch ein wenig dauern, aber ich denke, wir bekommen das auf jeden Fall hin, dass wir da in der nächsten Woche weiterspielen können und auch vielleicht mal in Medieval Dynasty reinschauen. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Was wir in der heutigen Folge machen wollen ist, wir wollen, ich muss mal kurz gucken hier, ein wenig grubbern. Ne? Hatte ich mir mal gedacht, okay, machen wir das mal. Wir hängen das Ganze mal an hier und werden das Feld dann einmal grubbern. So. Huch. Fahren mal ein Stück zurück hier. Und sind dann mal heute hier ein bisschen auf dem Feld unterwegs. Das hattet ihr euch auch gewünscht. Und dann werden wir das Feld mal ein wenig kultivieren. Das ist mittlerweile auch besser geworden. Wie gesagt, was mit dem DLC passiert ist, keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Ich weiß es leider nicht. Und wir werden jetzt hier mal die Maschine senken. So. Der ist noch nicht geflücht. Ich weiß. Ist aber auch nicht schlimm. Aber wir wollen uns noch mal so ein bisschen anschauen, was sich da verändert hat. Also die Fahrzeuge fahren sich auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Wir bekommen jetzt natürlich die Info, dass wir hier erstmal flügen müssen. Aber ich denke, das hat sich mittlerweile sehr cool entwickelt. Wenn wir uns die Innenperspektive anschauen. Gut, die Geräte sind halt immer noch nicht so wirklich gut gemacht. Aber, ja, jetzt kriegen wir die ganze Zeit wieder die Meldung, dass es noch nicht geflücht ist. Das finde ich halt, ehrlich gesagt, nicht so toll. Wir haben ja mittlerweile auch schon größere Geräte. Wir hätten uns natürlich jetzt auch den Flug nehmen können und das Ganze flügen können. Aber das Debakel mit dem Drehflug wollte ich euch ersparen. Aber das Fahrzeug zieht immer noch ein bisschen nach rechts, ne? Oder nach links zumindest. Ja, es geht aber. Ne? In der letzten Folge haben wir ein bisschen was verkauft. Ne? Wollen heute mal so ein bisschen hier auf dem Feld unterwegs sein. Aber das mit der Meldung, kann man die nicht ausstellen? Warte, ich guck mal. Kann man die Warnmeldung hier im Menü mittlerweile ausstellen? Ich weiß es nicht. Nein, kann man nicht. Schade eigentlich. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, dass man das ausstellen könnte. Es ist natürlich jetzt eher casual-lastig, das Spiel. Wobei ich den Schwerpunkt, das habt ihr beim letzten Mal auch geschrieben, halt immer noch schade finde, dass man mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen weniger Geld verdient, wie auch in Lumberjacks Dynasty. Ne, da ist natürlich der Holzbau im Vergleich zu dem, wenn man irgendwas verarbeitet. Ne, das müsste auf jeden Fall nochmal gebalanced werden. Ob es gebalanced wird und so weiter, ja, sei jetzt mal dahingestellt. Man weiß es leider nicht. Ich denke mal, dass irgendwann da mal nochmal was passieren wird. Ob hier nochmal was in Farmers Dynasty passiert. Ja, ist eher ruhig geworden. Man hat sich da eher auf die Entwicklung, denke ich mal, von Lumberjacks Dynasty und auch Medieval Dynasty konzentriert. Wobei das auch ein anderer Entwickler ist. Es wird nur published von Toplets, so wie ich das gelesen habe. Das Spiel erscheint morgen. Ich werde da morgen mal reinschauen. Und mir das Ganze auf jeden Fall dann mal angucken, inwieweit das Ganze dann auch spielbar ist. Und inwieweit das auch vielleicht für unseren, ja, für unseren, ja, Kanal hier interessant ist. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, Medieval Dynasty, so heißt das Ganze. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das auch auf der Liste, ne, von Spielen, die er sich vielleicht gönnen will. Es ist eher so ein, wie sagt man, das ist eher, ja, rollenspieltechnisch, glaube ich, ne? Ob es jetzt online ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist Singleplayer. Da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen. Ich dachte mir, okay, wir machen mal heute hier ein bisschen was auf dem Felde. Denn wir haben hier auf jeden Fall verschiedenste Dinge, die wir hier machen können mittlerweile. Wir können grubbern, wir können flügen und wir kriegen immer noch diese Meldung hier. Es würde ja ausreichen, wenn man die Meldung einmal gibt. Aber ich glaube, die Spielentwicklung hier bei dem Game ist, glaube ich, jetzt so weit vorangeschritten, dass man da, guck mal, er zeigt zumindest an, kultiviert. Ja. Und ich wollte euch nämlich auch mal was zeigen, denn da, die Sache ist die. Selbst wenn ich jetzt grubber und danach flüge, ist es dann okay. Das heißt, das Kultivierte bleibt auf jeden Fall. Das verschwindet nicht. Das ist auch so eine Logik im Spiel, was ich jetzt nicht so ganz verstehe.
Aber nichtsdestotrotz, dieses Spiel, was es ja mittlerweile auch auf der PlayStation oder auch auf der Xbox gibt, macht sehr, sehr viel Spaß. Der Fokus liegt natürlich hier auf Landwirtschaft, wobei es bei Lumberjack's Dynasty eher darum geht, auf Forstwirtschaft. Und was ich allerdings schade finde bei beiden Spielen ist, dass man mit Nebenerzeugnissen mehr Geld verdient als mit dem Hauptspielelement. Ne? Also liebe Entwickler von Toplitz, falls ihr mal reinschaut, ja, wäre es auf jeden Fall mal hilfreich. Ich habe auch schon mal ausführliches Feedback per Mail geschrieben, habe da bisher noch keine Antwort bekommen. Vielleicht passiert das dann irgendwann nochmal. Aber das mit der Feldbearbeitung sieht schon sehr cool aus, wenn man sich jetzt... Ich halte mal kurz an. Wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anschaut. Ja. Im Vergleich zum Anfang, wo man sich immer festgefahren hat, ist das schon sehr, sehr gut geworden. Ne, man kann natürlich immer noch nicht es vergleichen mit dem LS. Soll man auch gar nicht. Das sind zwei vom Grund auf verschiedene Spiele. Ne, das sollte jedem bewusst sein. Das ist eher für so zwischendurch mal ein bisschen soziales Management und so weiter. Und ihr seht auch hier, dass die Textur sich verändert. Ohne Probleme. Ne? Was halt schwierig ist, ist, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wie gesagt, pflügen würden, dann wird er es trotzdem anerkennen. Und wir hätten dann trotzdem kultiviert und geflücht in einem. Ne? Das ist halt, ja, es ist halt komisch, wenn ich mir jetzt den Flug schnappen würde. Ich weiß noch gar nicht, wo habe ich den Flug überhaupt? Wir gucken mal auf die Karte. Ich meine, der Flug müsste ich, ach, da oben ist er doch. Guck mal, da oben ist er, der Lemming-Flug, den wir uns immer mal gegönnt haben. Es kamen auch jetzt keine neuen Geräte. Ihr habt euch auch gefragt, oder das war auch unter den letzten Kommentaren, was denn mit dem Kartoffel-DLC ist, kommt wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe auch nichts mehr gehört. Ich denke mal, der Fokus liegt da eher auf Medieval Dynasty oder eben halt auch auf Lumberjack's Dynasty. Finde ich ehrlich gesagt schade, weil das Spiel hier durchaus noch Potenzial hätte, das auf jeden Fall vielleicht auch noch mit ins Spiel zu bringen. Wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant gewesen. Aber gut, ne, es ist halt so, wie es ist. Aber ich sag mal, für zwischendurch mal so ein bisschen was zocken. Ne, es ist natürlich sehr langatmig. Das merken wir jetzt auch wieder an Lumberjack's Dynasty, weil wir halt wirklich sehr, sehr lange für diese 250.000 brauchen. Ich habe jetzt schon fast die Hälfte geschafft und so wie es aussieht, können wir in der nächsten Woche dann weitermachen mit Lumberjack's Dynasty. Zwischendurch gibt es immer noch mal eine Cooking Simulator Folge. Das wird übermorgen wieder der Fall sein. Das heißt, wir sind heute hier erst einmal, ja, das letzte Mal unterwegs in Farmers Dynasty und wir werden, falls es da mal Updates gibt, auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen. Ne, ihr habt es euch auf jeden Fall auch gewünscht und deswegen, denke ich, schauen wir hier auch mal rein. Es werden, denke ich mal, auch zeitnah Richtung Oktober oder gegen Ende des Jahres auch mal wieder ein paar neue Simulationen kommen. Wie gesagt, ob Medieval Dynasty, was für unseren Kanal hier ist, weil es ja auch eher Rollenspielcharakter hat, vielleicht mal als Story-Game vielleicht für das Streaming auf Twitch. Dass wir das da vielleicht spielen, ich weiß es noch nicht. Ich gucke es mir auf jeden Fall an und dann werde ich das spontan entscheiden. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung zu Medieval Dynasty reinschreiben. Findet ihr auch unter Steam. Einfach Medieval Dynasty eingeben, da findet ihr das. Wie ihr das finden würdet, wenn wir das hier spielen würden. Weil es ist halt keine Simulation in dem Sinne. Es ist halt eher ein Rollenspiel. Würde eher hier nicht passen. Vielleicht als Story-Game für Twitch wäre das vielleicht was. Müssen wir mal schauen. Gibt auch immer mal so ein paar andere Spiele, die ich mir angeguckt habe. Occupy Mars zum Beispiel. Da gibt es ja jetzt den Prolog. Da gibt es auch bald die Release-Version. Fand ich jetzt nicht so wirklich prickelnd. Woodzone habe ich mir angeguckt. Ist noch in der Alpha. Sieht auch sehr interessant aus. Muss ich auch nochmal weiterverfolgen. Und ansonsten gibt es ja viele, viele Spiele, die jetzt ja bald zeitnah kommen werden. Beziehungsweise zeitnah ist immer mit Vorbehalt. Weil natürlich immer die Entwicklung ja, von einzelnen Spielen sich noch ein bisschen ja, hinziehen kann. Was auf jeden Fall kommen wird, ist Tremsim. Ne? Das ist von View App. Und zwar eine Straßenbahnsimulation, wo wir auf jeden Fall reingucken werden. Wir werden auf jeden Fall auch beim Winterresort-Simulator bald mal wieder reingucken, wenn die neue Season dann startet. Season 2, da gibt es auch ein paar neue DLCs, die interessant werden. Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2. So, einmal durchatmen. Langer Name. Also Notruf 2 werden wir uns auch angucken. Autobahnpolizeisimulator. Denke ich mal erst im nächsten Jahr, genau wie Notruf. Wir müssen mal schauen, was wann in welcher Form kommt. Straßenmeisterei-Simulator ist noch ganz, ganz früh. Wurde beim Next Sim-Event von Aerosoft angekündigt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also es werden einige interessante Titel auf jeden Fall auf uns warten. Und worauf ich mich natürlich auch freue, ist Sebast, ne, von TML Studios.
Das dann auch, mal gucken, vielleicht noch dieses Jahr kommt. Aber ihr wisst es, simulationstechnisch, ja, ist es ein wenig mau. Es kommt recht wenig aktuell. Aber ich hoffe, dass dann nicht wieder alles auf einmal kommt. Wobei, es wird wieder alles auf einmal kommen. Da weiß man wieder nicht, was man als erstes spielen soll. Wir hatten letztens auch mal im Schrottplatz-Simulator reingeschaut, im Junkyard-Simulator, wo es ja die Demo gab. Schaut auch da gerne mal rein. Ist auch ein nettes Spiel, was, denke ich auch, durchaus Potenzial hat. Neben den 2 Millionen anderen Titeln, die Playway angekündigt hat, ist das auf jeden Fall ein Spiel, was man sich ab und zu mal gönnen könnte. Wir warten jetzt natürlich auch da auf die Release-Version bei Train Station Renovation. Soll es bald auch ein neues Level geben. Da werden wir auch mal wieder reinschauen. Und ich werde halt auch gucken, dass wir auch möglichst mal wieder im Fernbus-Simulator reinschauen. Tourist Bus Simulator. Das heißt, da auch so ein bisschen für Abwechslung sorgen. Es ist auf jeden Fall recht, ja, breit, was kommen wird. Aber wir müssen natürlich warten, bis das Ganze dann auch endlich verfügbar ist. Und auch morgen geht es dann wieder weiter mit House Flipper. Da nähern wir uns auch quasi der Ziellinie unseres Hauses. Und da sind auch ein paar neue Sachen mit reingekommen. Wir müssen das Haus noch streichen und viele andere Dinge machen. Aber es ist jetzt, ich sag mal, hier vom Spiel her, was Farmers Dynasty angeht, soll es dann auch, wenn es jetzt keine weiteren neuen Updates gibt, auf jeden Fall auch erstmal gewesen sein. Ich bebaue den Boden, der ist gar nicht geflücht, ich weiß. Ne? Und es würde ja ausreichen, wenn man diese Meldung, sobald man den Gruber senkt, einmal bekommt. Aber nein, wir bekommen sie die ganze Zeit. Und das finde ich halt auf Dauer ein wenig belastend. Aber das hatten wir ja schon vorher in den vorherigen Spielen, wo, wenn man nämlich mal was macht, was jetzt nicht in der Reihenfolge ist, finde ich persönlich so ein bisschen schade. Die Texturen sehen mittlerweile auch ganz cool aus hier von den Fahrzeugen. Finde ich auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Auch hier diese Staub- und Matsch-Geschichte, die Steuerung, naja gut, sorry, ist jetzt nicht vielleicht die beste. Aber jetzt sind wir hier fertig mit dem Grubbern, da können wir das Gerät mal beiseite stellen. Und dann haben wir auch die Meldung nicht mehr. So. Dann machen wir das hier mal ready. Beziehungsweise stellen das Gerät mal ab. Und nehmen uns vielleicht mal das Güllefass, was wir da vorne haben. Einmal senken. Und erst dann können wir es abkoppeln. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für euch. Ich wollte gerade witzig sagen, aber witzig ist es ja nicht. So, fahren wir mal rüber. Mal gucken, ob die Fehlermeldung auch kommt, wenn wir jetzt Gülle ausbringen. Weil Gülle müssen wir, glaube ich, auch genug haben. Davor haben wir nämlich unser schickes Güllefass. Das müssen wir uns einmal holen. Das heißt, heute mal ein bisschen auf dem Feld unterwegs. Ich finde den Rasenmäher nach wie vor immer noch ein Highlight. Wir müssen auch dringend mal wieder Rasen mähen hier. Das ist unser Pritschenwagen, den wir schon uns gekauft haben. Wir haben natürlich schon einige Folgen hier gezeigt. Ich dachte, wir machen noch mal ein bisschen Landwirtschaft hier. Heute auf der Karte. Beziehungsweise auf der Karte oder hier in dem Spiel. Damit wir uns das ein wenig anschauen. Ich guck mal kurz. So, das ist das Güllefass. Das haben wir jetzt angekoppelt. Geht da auf jeden Fall noch was raus. Haben wir es gefüllt? Jo. 18.500 Kilogramm, beziehungsweise Liter, haben wir da drin. So, da fahren wir mal zum Feld rüber. Mit diesem schicken Güllefass hier. Bisschen grubbern, bisschen Gülle ausbringen. Angeln kann man übrigens hier auch. Das ist auch ganz schön. Und man erkennt quasi auch die jeweilige Ähnlichkeit zu dem Spiel. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was. Warte mal, hier könnten wir noch, ob ich noch ein paar... Können wir hier noch was sammeln? Oh, nicht, guck mal. Ja. Die Ähnlichkeit zu Lumberjacks Dynasty, ne? Auch von der Spielmechanik her und so weiter. Zunhammer Gülletechnik. Da gibt es dann wahrscheinlich auch die Lizenz dazu, ne? Müsste es ja eigentlich geben. So. Düngen beginnen. Schalten wir das mal ein. Jetzt bringen wir Gülle aus. Oh, er fächert schon recht breit. Boah, es geht ganz gut, ne? Aber es geht natürlich auch schnell leer, ne? Wobei, die Animation haben sie nochmal gekonnt angepasst. Hier kommt jetzt zum Beispiel keine Meldung. Okay. Man sieht auch, wo man schon mal lang gefahren ist. Das finde ich persönlich auch ganz cool. So, ein bisschen Gülle ausbringen muss auch mal sein.
auf den Feldern. Natürlich gibt es hier keine Hilfsmittel wie CP, wie man es aus dem LS kennt oder auch andere Dinge. Man muss das hier ganz normal quasi nach Auge fahren. Und geht natürlich längst nicht in die Spieltiefe. Da ist auch eher was für den Casual-Spieler, würde ich jetzt sagen. Nicht für den reinen Simulationsfreund. Aber es macht durchaus Spaß. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr auch immer noch hier unterwegs seid in dem Spiel. Aber es euch jetzt auch mittlerweile, ja, leider keinen neuen Content mehr gibt. Was euch jetzt nicht so wirklich gefreut hat, was ihr auch durchaus nachvollziehen kann. Schade eigentlich, weil man hätte hier durchaus vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Was das Spiel vielleicht noch hergegeben hätte. Aber im Endeffekt haben wir hier sehr, sehr viele Spielstunden gehabt. Und sehr viel Spaß in diesem Spiel. Wenn man mit 30 km/h mit so einem Güllefass hier rumfahren, ist, glaube ich, auch nicht wirklich cool, ne? Könnt natürlich auch mit T den Tempomaten reinmachen. Aber der wird halt viel zu schnell. Und so schnell wird man auch nie Gülle ausbringen. Man kann den Tempomaten zum Beispiel auch nicht einstellen. Von der Geschwindigkeit her. So. Dann haben wir das jetzt hier auch gleich auch nochmal fertig. Fahren jetzt die beiden Bahnen nochmal. Er fährt halt viel zu schnell, ne? Ihr seht das schon. Und was ich jetzt schade finde, ist zum Beispiel, dass der Zunhammer gar nicht dreckig wird, ne? Guck mal, der Traktor, der ist dreckig. Oder der das Güllefass irgendwie nicht. Ja, finde ich jetzt auch nicht wirklich prickelnd dann. Aber gut. Sei es drum. So, wir schalten das Gerät mal aus mit Y. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es abschaltet. Machen wir das andere Feld auch nochmal eben kurz fertig. Schalten wir es da auch nochmal ein. Und werden das dann auch nochmal düngen. Geht recht fix, wie ihr seht. Mit den kleinen Traktoren dauert das natürlich eine gewisse Zeit. Ich habe ja auch sehr, sehr lange für gebraucht, hier vorzuspielen. Das gleiche Problem haben wir jetzt auch bei Lumberjacks Dynasty leider. Damit wir unseren Onkel ausbezahlen müssen. Damit wir auch endlich mal die neuen Gerätschaften so ein bisschen testen. Aber die Zeit nehme ich mir gerne und ich denke, wie gesagt, in der nächsten Woche geht es dann weiter mit der beliebten Holzfäller-Simulation. Sodass wir unseren Onkel ausbezahlen können und auch da storytechnisch so ein bisschen weiterbekommen. Dass wir uns dann da auch mal die Neuerungen anschauen. Sprich, die Bäume auch mal wieder pflanzen, dann die Stumpenfräse testen. Vielleicht auch mal Ponzo uns leisten können, aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen länger dauern, weil die sind halt auch sehr teuer, die Gerätschaften. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze dann machen. Und ich würde sagen, Leute, das soll es dann für heute und auch für Farmers Dynasty erstmal gewesen sein. Ich weiß, der eine oder andere wird ein bisschen traurig sein, dass wir hier nicht mehr reinschauen. Aber wir haben jetzt alles gesehen hier in dem Spiel. Und jetzt einfach uns Sachen anzuschauen, die wir schon mal gesehen haben, finde ich dann eher ja, kontraproduktiv. Das ist meine persönliche Meinung. Ne, ich finde es nichtdestotrotz ein nach wie vor gutes Spiel, ne, was natürlich einiges an ja, Potenzial leider verschenkt durch weitere Inhalte oder durch neue Spielmechaniken. Ist aber einfach so. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.